ABS gegen ABS off. Weil ABS ist ja eigentlich nur dafür da, dass du quasi, wenn du eine Vollbremsung machst, nicht rausfliegst, sondern Ja, und es ist gerade bremst. kontrolliertes Bremsen, also Genau, du kannst kontrolliertes auf jeden Bremsen. Fall. Ich würde gerne wissen, ob mir der Unfall mit ABS passiert wäre. So, Im Mai. dann gucken wir mal rein, geht ja auch nur 2 Minuten. Also ich sage euch eins, ich würde euch auch immer ein Motorrad mit ABS empfehlen, aber Supersportler sind halt meistens ohne ABS, also die älteren, zum Beispiel Naja, es hat R6. nichts mit Älterer zu tun. Also manche machen es einfach nicht so, wie die R6 zum Beispiel. Aber es ist ja ab 2015 Pflicht oder 16? Ich weiß gar nicht, ich glaube Hat deine 16 oder neue 17. R6? Ja, auch nicht. Aber ab einem bestimmten Baujahr ist es Pflicht Ja. geworden. Ist aber auch schon echt ein altes Motorrad, muss man sagen. Aber BMW. Der ohne ABS hat schon mal dran, damit er nicht ausbricht. So, wir gucken mal. Jetzt kein Unterschied. Okay, ja, aber wir gucken mal. Ich glaube, die testen das noch ausgiebig. Ah, da siehst du Ah, schon. Er ja. wäre weggekippt. Also der ohne ABS wäre vorbei. Gerade beim Regen ist ABS Ja, wirklich. ja, ja. Oh, guck mal, der wäre sowas von weg. Krass. Das ist krass, was das eigentlich ausmacht, ne? Dieses Ja, kontrollierte Bremsen der ist wäre schon. sowas von weg, Chat. Weißt du, wie Deswegen. ABS funktioniert? Ja, du bekommst also eine kontrollierte Bremsung. Ja, Also ich. aber weißt du, wie das funktioniert? Also, was der da macht, damit du eben nicht ausbrichst? Was er da macht? Also, was dieses ABS macht, damit das Motorrad nicht ausbricht? Also, ja, kontrollierte Bremsung, aber wie macht der das? Na, da ist eine. Also, ist jetzt eine, ich weiß es nämlich nicht, deswegen frage ich. Also, so Stand meines Wissens noch, ob ich hier überhaupt noch. Also, so, ich habe ja eine Bremse auf, Ausbildung. Bremse zu. Also nur ganz klein immer wieder. Und dadurch bricht es nicht Ja, aus? klar, so. Okay, krass. Also, so bremst er quasi. So, Stotterbremse sagt man Krass. ja auch dazu, ne? Tutsi, wusstest du das? Nee. Stotterbremse. Also, auf zu, aber richtig schnell. Da ist eine Hydraulikpumpe drin, die ABS-Pumpe und eine kleine Pumpe und die steuert das an. Und ich glaube, mit den Radsensoren, die da verbaut sind, kann er das Ah, messen. immer wenn das Rad blockiert, löst er die Bremse kurz. Ist auch krass, Chat, bei meinem Unfall 2017 mit der BMW, da wo ich hinten drauf saß, da hat der Unfallgutachter ja gesagt, wir sind mit 90 bis 120 reingeknallt und er geht von aus, dass wir um die 150 gefahren sind, weil auch ABS-Spuren gefunden wurden. Also du kannst ja damit die Bremsung halt nachweisen und der ist ja auch voll in die Eisen gegangen, deswegen geht er aus, dass wir knapp 150 gefahren sind. Fand ich mir auch so cool. Oh, wir gucken mal weiter. Ja, Also im Trockenen ist es eigentlich scheißegal. Also was heißt scheißegal? Ist auch aber Kacke. das kann ja auch ausbrechen. Guck mal, da wäre sowas von weg. Wie der einfach nicht hinknallt, ey, krass. Aber du kannst natürlich auch trotz ABS auf dem Boden Ja, liegen, ne? klar. Wenn es wirklich zu brutal ist. Wenn du auch nur Traktionskontrolle hast, meistens, dann kann dir eigentlich so gut wie gar nichts passieren. Und stell dir mal vor, man, die neuesten Motorräder haben sogar Kurven-ABS zu ziehen. Ja. Du kannst einfach, theoretisch kannst du dich nicht auf die Schnauze packen, wenn du nicht so dich dumm anstellst. Also, wir sind schon echt krass fortgeschritten, Chat. Deswegen ist, finde ich, BMW das sicherste Motorrad mit den ganzen Sicherheitsaspekten. So was BMW ist, finde ich, von Sicherheitsfaktor Nummer 1. Die haben immer alle Assistenten. Aber wie oft wollen die jetzt noch die gleiche Szene Ja. zeigen? Wow, danke. Nee, ich hatte bei meinem Unfall keine Schutzkleidung Ich gehe an. mal pissen, ja. Ja, ich hatte meine Lederjacke an, aber halt eine normale Jeans. Aber das Ding ist, dass mich auch eine Vollkombi nicht gerettet hätte, weil ich also sämtliche Brüche, die ich hatte ja keine Abschiffung, gar nichts, hatte ich alle vom Aufprall und nicht, also wären auch halt mit der Kombi passiert. Deswegen, ich hatte ja auch einen Rückenprotektor drin, aber auch der hat mir nichts genützt, weil meine Wirbelsäule gebrochen war durch den Aufprall aufs Becken. Von daher verstehe ich auch nicht, warum sich manche Motorradfahrer, nur weil sie eine Vollkombi anhaben, unverwundbar fühlen. Ist man eben nicht. Das war 2017. Ja, alles verheilen, alles okay, alles okay, alles super.